Vitamin B12-Mangel ist kein vegan exklusives Problem und heute möchte ich Euch zeigen, wie Ihr einen Vitamin B12-Mangel wirklich genau bestimmen könnt. Guten Morgen! Das Vitamin B12 gehört zu den Speichervitaminen. Das bedeutet, ein chronischer Mangel wird erst dann deutlich, wenn bereits schwere Symptome kommen. Diese können zu heftigen, teilweise nicht mehr reparierbaren Schäden an den Nerven führen. Wenn der Mangel beginnt, treten meist leichte Symptome auf, die eben auch oft nicht behandelt werden, weil man denkt, ja, das geht schon irgendwie weg. Daher ist es wichtig, wenn man die Vermutung hat, dass man zu wenig B12 aufnimmt, seinen Wert wirklich testen zu lassen. Aber es reicht eben nicht aus, den Gesamtvitamin B12-Wert im Blut zu bestimmen, weil dieser Wert reagiert sehr, sehr spät und ist auch unspezifisch. Um wirklich einen latenten Mangel zu erkennen, muss idealerweise das aktive Vitamin B12, also das Holotranscobalamin, das Homocystein und auch die Methylmalonsäure getestet werden. Die Ärzte haben oft nicht die Fachkenntnis bezüglich jedes einzelnen Vitamins, aber einige gestehen dieses auch ein, wenn ihr ihm das deutlich zeigt, was ihr, wie ihr Euch informiert habt, und dann könnt ihr sie auch überzeugen, diese Werte testen zu lassen. An der Stelle könnt ihr auch mal sehen und euren Hausarzt qualitativ überprüfen. Wenn er dann anfängt schräg rum zu diskutieren, warum das nicht notwendig ist oder sonst was, dann wechselt einfach zu einem Arzt, der diese Information annimmt und ja, erstmal überprüft bzw. ja, der dieses schon weiß. Aber wie gesagt, das ist nicht zu erwarten, dass jeder Hausarzt sich in allen Dingen spezifisch gut auskennt, und Blutanalyse ist eben so ein Ding. Dafür ist seine Behandlungspalette, die er hat, vom Knochenbruch eben bis zum ja, Bluttest, dass die Behandlungspalette ist einfach zu groß. Da darf man keinen Vorwurf machen. Es ist also kein Zeichen, dass ihr einen schlechten Hausarzt habt, nur weil er nicht weiß, wie man die Vitamin B12 Speicher wirklich gut überprüft, sondern nur wenn er anfängt, diese Information, die ihr recherchiert habt, in irgendeiner Weise herunterzuspielen oder nicht ernst zu nehmen. Das ist ein Indikator. Daher müsst ihr die Werte aus dem Labor dann wahrscheinlich, nachdem sie gekommen sind, auch selber interpretieren, wenn der Arzt diesbezüglich sich nicht die Zeit nimmt, sich da reinzulesen. Deswegen auch das Video. Also wenn der Holotranscobalaminspiegel unter 35 ist, bedeutet das, dass ihr eine starke Tendenz dazu habt, dass ihr mehr Vitamin B12 verbraucht, als ihr einnehmt. Das heißt, das ist das aktive Vitamin B12, dass ihr sozusagen immer schaut, es sollte über 35 sein, Holotranscobalamin, das merken. Wenn der Methylmalonsäurewert über 300 steigt und auch der Homocysteinwert über der Norm ist, hier gibt es unterschiedliche Normwerte, dann müsst ihr dann schauen, was das Labor angibt, dann sind eure B12 Speicher wahrscheinlich schon fast leer. Das ist also ein Indikator für die Speicherung von B12. Wenn nur die Homocysteinwerte erhöht sind, dann kann man auch probieren, mit meinem ersten Schritt Vitamin B6, Folsäure und eventuell auch Cholin und Betain sozusagen zu nutzen, um das wieder sozusagen zu bereinigen. Das Betain ist übrigens auch die Hauptzutat für selbst hergestellte Badezusätze. Den Link gibt es oben in den Infokarten. Aber zurück zum Thema. Manche Ärzte verweigern auch diese aufwendige Blutuntersuchung, um einen B12-Mangel wirklich endgültig festzustellen. Und verweigern ihn deshalb ja, quasi zugunsten einer Betrachtung der fehlenden Symptome eines B12-Mangels, wie eine Blutarmut der roten Blutkörperchen mit ja, in dem Fall einem mittelgroßen Volumen. Da leiten sie das quasi dann ab. Ne? Aber dabei ist es dann wichtig zu wissen, dass diese eventuell fehlenden Symptome auch andere Ursachen haben können. Und das dann am besten auch mit dem Arzt direkt kommunizieren. Denn zum Beispiel ein Eisenmangel, der zu einer Blutarmut durch kleine rote Blutkörperchen führt, kann eine Blutarmut der roten Blutkörperchen mit einem mittleren Volumen, was durch einen B12-Mangel ausgelöst wird, überdecken. Und eben kann auch eine zu hohe Folsäureaufnahme die im Blut abbildbaren Folgen eines B12-Mangels ebenfalls überdecken oder maskieren, wie der Mediziner sagt. Umso wichtiger ist direkt die Analyse der vier oben genannten Werte, wenn man ganz, ganz sicher sein will. Wenn man dann einen Mangel oder leere Speicher feststellt, ja, dann kann man diese direkt mit einer hohen Dosis per Spritze oder auch oral eingenommen wieder auffüllen. Also wie gesagt, Speichervitamin, das speichert dann eben nach dem Körper. Bei der oralen Aufnahme ist aber zu beachten, dass diese Aufnahme individuell stark variiert. Als Veganer wird ja immer wieder gesagt, dass wir keine ja, natürlichen B12 Lieferanten haben. Auch dazu ganz kurz ja, noch was gesagt. Wir haben sie schon.
aber die wenigsten können diese sich leisten in der Menge bzw. wollen dies in der Menge aufnehmen. Denn zum Beispiel in Chlorella ist durchaus B12, was laut einer Studie, die ich euch unten auch verlinkt habe, da auch belegt ist. Aber zum einen ist Chlorella sehr sehr teuer und zum anderen auch nicht jeder seinen Geschmack, um dann das B12 wirklich aufzunehmen, was man braucht. Ich habe selber 12 Monate lang Chlorella genommen und ich habe das euch auch unten verlinkt, welches ich genommen habe. Aber wir reden dann hier von Kosten im Monat von mindestens 30 bis 60 Euro. Und ja, im Gegensatz zu nicht mal 1 Euro, den man bezahlt, wenn man die Lutschbonbons pro Monat, die den B12-Bedarf auch decken, zu nehmen. Und auch die Lutschbonbons, die ich jetzt natürlich nehme, weil sie halt billiger sind, die gibt es unten in den Infokarten. Ich habe euch ja schon mal gesagt, die Tagesdosis, mit der ich meinen B12-Spiegel halte, mein Holotranscobalamin, das heißt das aktiv gebundene B12, das habe ich euch in dem Video zu meinen Makro- und Mikronährstoffen, was nach 2,5 Jahren meine Erfahrung ist mit diesen verschiedenen Stoffen, in einem Video ja, hier oben festgehalten. Das könnt ihr anklicken, da seht ihr ja, wie viel Kalzium ich empfehle, was Jod und alles nur was ich empfehle für mich, und daraus das könnt ihr als Erfahrung nehmen, was ihr vielleicht für euch darauf adaptiert oder ja, einfach als Information aufnehmen. Ich sage niemandem was er zu tun hat, ich stelle nur das dar, wie ich sozusagen für mich meine Erfahrung ja, getroffen habe oder gefunden habe. Und ich habe natürlich auch keine Probleme ja, die Bonbons zu essen, auch wenn es keine natürliche Quelle ist, weil und das substituiert werden muss, ja, ein generelles Problem, was ja immer so dem veganen Lebensstil da vorgeworfen wird, sagt, wow, das ist überhaupt nicht mehr natürlich und du substituierst. Wenn der deutsche Staat nicht entschieden hätte, Jod ins Speisesalz zu machen, dann würden wir immer noch mit so einem Kropf rumrennen und reihenweise sterben. Und das war eine richtig sinnvolle Aktion des Staates, Jod zu supplementieren, quasi zwangs zu supplementieren, weil jeder Salz nutzt, jodiertes Speisesalz einzuführen, und ja, und so supplementiert im Endeffekt jeder Fleischesser auch Jod, weil es eben nicht mehr in unserer Natur vorhanden ist und wir nicht aufnehmen. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem, B12 zu supplementieren. Auch das mal an dieser Stelle gesagt. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig informieren und anregen, selber Verantwortung für euch zu übernehmen. Ärzte haben aufgrund des Zeit- und Kostendrucks kaum noch die Möglichkeit, wirklich verantwortlich zu handeln. Oder teilweise auch einfach aufgrund des persönlichen Stresses kein Interesse dran. Und das merkt man oft auch. Diese Ärzte sind mir eben auch schon begegnet. Studie zu den Chlorella und die Herkunft der Informationen sind wie immer unten in der Infobox verlinkt, denn bei mir könnt ihr sicher sein, ich sauge mir keine Informationen irgendwo aus dem Finger, sondern also um einfach irgendwie eine These zu unterstützen, sondern ich recherchiere wirklich und gebe bei fachspezifischen Dingen immer die Quellen auch an, und ja. Vielleicht gibt es bei der Interpretation häufiger mal eine andere Meinung, dafür sind die Kommentare da, ne? Und das heißt, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich bin ein ganz normaler Mensch, und das solltet ihr auch immer beachten, und dann lasst uns einfach ja, quasi gemeinsam über diese Informationen reden, unten in den Kommentaren, und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, so denn ihr mich abonniert habt. Das soll es dann für heute gewesen sein, alles Liebe, Euer Christian.